Alter Morat, Basel, Cabaret Cornichon, Cabaret Geiler Morat, guten Abend. Glaser Bern, Cabaret Bertatze, Cabaret Federal, Cabaret Roderer Glaser, Cabaret Glaser Lienhardt, Cabaret Glaser. Guten Abend miteinander. Lukas Amann, Basel, Nummer Cabaret Federal. César Kaiser, Basel, Cabaret Kikriki, Cabaret Federal, Cabaret Leuble Kaiser, guten Opus. Olli Geiler, Winterthur, Cabaret Bärentatze, Cabaret Cornichon, Cabaret Geiler Morat Geiler. Grüezi. Walter Roderer, St. Gallen, Cabaret Federal, Cabaret Glaser Roderer, Cabaret Roderer, grüezi miteinander. Ja, der René. Ja. René Gerber, ja, am Piano, Cabaret und Konzertpianist seit dem Federal. Kurze programmatische Erklärung, meine Damen und Herren, lässt sich nicht vermeiden. Wir sind nach Jahr und Tag wieder einmal zusammengekommen, aus einem äußeren Anlass und einer inneren Überzeugung. Der äußere Anlass, die Ausstellung 60 Jahre Kabarett in der Schweiz. Die innere Überzeugung, ein Rückblick auf die Zeit könnte lohnend sein, vielleicht sogar interessant, sicher aber amüsant. Die Retrospektive muss zwangsläufig unvollständig bleiben. Und subjektiv. Weil wir uns natürlich am besten an das Cabaret erinnern, das wir selber gemacht hat und mitgeholfen haben, mitgestalten. Ja, also das Schweizerische Nordrechtskabarett seit 1945 mit den drei grossen K. Kriegsgewinn, Konjunktur, Krise, Jammer. Kurz, herrliche Zeiten. Für 40 K, kurz. Mit und ohne Anführungszeichen. Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Zitate sehen. Vernichte ans Werk. Na, eine Andeutung. Andeutungsweise, so wie wir uns erinnern, spielen wir in Andeutungen. Wir haben also keine Bühnenbilder, fast kein Kostüm, ein paar Schnäuze, ein paar Hüte, ein paar Requisiten. Alles andere müssen wir Ihrem Vorstellungs- oder Erinnerungsvermögen überlassen. Ihre unbändige, weltberühmte Schweizer Fantasie. Anfang, wo es angefangen hat, 1916, Zürich, Spiegelgasse, Cabaret Voltaire. Es sind wieder einmal grosse Zeiten gewesen. Der Wilhelm II. Hat seinen gesammelten Germanen gesagt: Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen! Bevor aber aus diesen herrlichen Zeiten die herrlichen Pleiten geworden sind, haben Emigranten in der neutralen Schweiz der blöde Stumpfsinn vom Krieg durch Unsinn ad absurdum zu führen versucht. Als Kriegserreger haben sie den Spießer eruiert und haben ihn mit dem höheren Blödsinn verschreckt. Ein Ludgedicht vom Dadaist Hugo Ball hat ungefähr so tönt: Karawane. Jolifanto bambla o falli bambla, grossi gampfa habla horem, egi gagoramen. Higo bloiko russula huiu hollaka hollala anlogobung. Blagobung. Blagobung. Bosso fataka ü, champavulla vussa olobo, heitata gorem, eschige zumbada vulubu subudu uluf subudu, tumba baumf, kusagauma baumf. Will man mit Gedicht nicht gegen den Unsinn von Kanonen vermag, ist der Friedenskampf der Dadaisten schon im Voraus verloren gewesen. Gewonnen hat der Spiesser, der sich vom gewöhnlichen Gleibiger zum gemeinen Faschist entwickelt hat, angeführt von einem Führer, der im zweiten Wilhelm sein Slogan übernommen hat: Volksgenossen und Genossinnen, so wahr ich hier heute vor Ihnen stehe,
versichere ich Ihnen, ich führe das deutsche Volk herrlichen Zeiten entgegen. Und wieder hat es in der Schweiz Emigranten gegeben. Und wieder haben sie es mit dem Kabarett probiert, mit Wort als Waffe von der Waffenlosen. 1933 emigriert aus München ein ganzes Kabarett. Die Pfeffermühle, geleitet von der Thomas-Mann-Tochter Erika, die selber auftritt, mit der jungen Therese Giese als Star. Die Pfeffermühle hat der größte Erfolg, den ein politisches Kabarett überhaupt hatte. Sie wird verboten. Aber in die Lücke springen jetzt Schweizer. Springt das Cabaret Cornichon. Als Beispiel für die Arbeit vom legendären Cornichon, Jockeli soll Kopierli schütteln. Ergänzen Sie bitte im Geist die zensurbedingten Abkürzungen von Eigennamen. Machen Sie aus dem Göri ein Göring, aus dem Mussi ein Mussolini, aus dem Motti ein Bundesrat Motta, aus dem Halli der Lord Halifax, aus dem Troppi der Außenminister von Ribbentrop, aus dem Dali der Daladier, aus dem Chambi der Chamberlain und aus dem Hitli. Eben, Herr, was sagst du? Der Jockeli soll die Bierli schütteln, die Bierli wollen nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Göri aus, er soll den Jockeli schrecken. Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Mussi aus, er soll den Göri beißen. Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Motti aus, er soll den Mussi ginken. Motti will nicht Mussi ginken, Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln. Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Halli aus, er soll den Motti boxen. Halli will nicht Motti boxen, Motti will nicht Mussi ginken, Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Faxi aus, er soll den Halli fressen. Faxi will nicht Halli fressen, Halli will nicht Motti boxen, Motti will nicht Mussi ginken, Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Truppi aus, er soll den Faxi stechen. Troppi will nicht Faxi stechen, Faxi will nicht Halli fressen, Halli will nicht Motti boxen, Motti will nicht Mussi ginken, Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Rippi aus, er soll den Troppi kretzen. Rippi will nicht Troppi kretzen, Troppi will nicht Halli stechen, Halli will nicht Faxi fressen, Faxi will nicht Motti boxen, Motti will nicht Mussi ginken, Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Dann schickt der Bauer den Taladi aus. Er soll den Ribi schnetzeln. Taladi will nicht Ribi schnetzeln. Ribi will nicht Troppi kretzen. Troppi will nicht Halli stechen. Halli will nicht Faxi fressen. Faxi will nicht Motti boxen. Motti will nicht Mussi ginken. Mussi will nicht Göri beißen. Göri will nicht Jockeli schrecken. Jockeli will nicht Bierli schütteln. Bierli will nicht fallen. Da schickt der Bauer den Cembi aus. Er soll den Taladi vergiften. Cembi will nicht Taladi vergiftet, Taladi will nicht Ribi schnetzeln, Ribi will nicht Troppi kretzen, Troppi will nicht Halli stechen, Halli will nicht Faxi fressen, Faxi will nicht Motti boxen, Motti will nicht Mussi ginken, Mussi will nicht Göri beißen, Göri will nicht Jockeli schrecken, Jockeli will nicht Bierli schütteln, Bierli will nicht fallen. Jetzt ist der Hitli selber gegangen und ist resonieren. Oh, aber jetzt will der Cembi den Taladi vergiften. Der Taladi will den Ribi schnetzeln, der Ribi will den Troppi kretzen, der Troppi will den Halli stechen, der Halli will den Faxi fressen, der Faxi will den Motti boxen, der Motti will den Mussi ginken, der Mussi will den Göri beißen, der Göri will den Jockeli schrecken, der Jockeli will go... Nein, eben will er nicht. Go Bierli schütteln. Und Bierli bleibt hängen. An 1951, nach 17 Lebensjahren, löst sich das Cornichon auf. Der schönste Nachruf erscheint im Nebelspalter, geschrieben vom Bö, vom Karl Böckli. Die hellen Augen schloss ein guter Weggenoss, aus freiem Geist geboren. Der bunte Vorhang fiel, aus ist das weise Spiel, wir haben viel verloren. Am Cornichon sei Krieg gegen den Faschismus ist mit dem Krieg vorbei gewesen. Und während die Deutschen den Nachkrieg ja bekanntlich gewonnen haben, hätten das Cornichon verloren.
Zwischen Whisky und Wodka hat bezeichnenderweise eins von der letzten grossen Cornichon-Programme geheissen. Kurz darauf haben der Dr. Otto Weissert und der Max Werner Lenz der Whisky gewählt, wie auch die Woli Geil und der Walter Morat, während der Walter Lesch mit neuen Leuten im Cornichon und der Alfred Rasser in seinem eigenen Cabaret Cactus eher für den Wodka optiert haben. Kurz, der Weissert hat es federal gegründet und schon im ersten Programm, es hat geheissen Hinterer Mond, an 1949, ist ein grosses Thema vom Nachkriegskabarett angetippt worden, nämlich die Frage von einem neuen demokratischen Verständnis. Thomas Mann im Mond. Thomas Mann im Mond. Lassen Sie mich, verehrte Mondhörer, mit dieser Überschrift einen kleinen Spritzer von Selbstironie aus der ständig musierenden Siphonflasche meiner flüssigen Bereitschaft, welche von Geist und Witz unter Druck gehalten, jederzeit fähig und willens ist, das schäumend prickelnde nicht hinanzuhalten, sondern nur nicht so ergimmelibon von sich zu geben und fahren zu lassen. Sie lassen mich bestimmt, denn Sie lassen mich ja immer. Kommen wir denn nun auch zum Thema Goethe und die Demokratie auf dem Mond. Wer von Ihnen spürte nicht das leise Zwinkern vertraulicher Übereinstimmung zwischen Ihnen und mir angesichts des sinnigen und unsinnigen Vorhabens, das Tatsächliche zu negligieren, um die Kluft zwischen goethischem Hochsinn und den misslich dumpfigen Niederungen des Plebejischen aus der Welt, oder exakter gesagt, aus dem Mond zu schwatzen? Eine Kluft, die uns aus der Tatsache, dass der Begriff Kluft demokratischerweise auch ein Gewand oder Kleid bezeichnet, anspringen könnte. Doch nun, wie dem auch sei, haben wir den Zwitterbegriff des demokratischen Goethe statthaft zu fixieren und zu umschreiben. Und wir wollen dabei den Mond als denjenigen betrachten, oder noch besser gesagt, als diejenige, in dem doch wohl das weibliche Element der mediterranen Bezeichnung Luna vorherrschend ein geschlechtliches betrifft oder trifft oder im Treffen vorbei trifft. Ich sage vorbei. Insofern, als ich mich nördlicherweise nicht gerade als Bremer Stadtmusikant, aber doch als Widerpart und im innersten Sinne budenbrockisch-lübeckisch betont empfinde, welche Empfindung billigerweise als eine wohl sehr autochtone und legitime Regung eines jeder Deutschtümelei Unverdächtigen anerkannt werden darf. Ich sage, um der Schlange nun endgültig in den eigenen Schwanz zu beißen, ich sage, wir dürfen den Mond im goethischen und hermetischen Sinne seelenruhig als demokratisch bezeichnen, indem er, wenn er scheint, allem scheint. Auch ein anderer grosser Mann, ein sehr grosser Mann sogar, oder wenigstens ein langer, hat sich selber den Kopf über die Demokratie zerbrochen, oder wenigstens über das, was er unter Demokratie und einem demokratischen Europa verstanden hat. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, Charles de Gaulle. Chers amis, c'est avec le plus grand plaisir du monde, es ist mit die meistgrößte Vergnügung von die Welt, que je prends l'occasion, dass ich nehme die Verlegenheit,
für Sie zu verwickeln. Quelques pensées sur les États-Unis de l'Europe. Einige Gedanken über die Vereinigten Staaten von Europa oder tout simplement über Europa. Denn was haben die Vereinigten Staaten überhaupt zu tun mit Europa? Hélas! 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 Croyez-moi, mes chers amis, es wird sein ein Tag, un jour beaucoup plus long que le jour le plus long. Un jour presque aussi long que moi, où les Américains werden haben in Europa nicht nur ihre Waterloo, mais ihre Goldwaterloo. Hélas, hélas, hélas. La France, mes chers amis, man nennt la grande nation. Mais qui est la France? La France... C'est un État, et l'État, c'est moi. Et parce que es gibt kein Europa ohne Frankreich, wohl aber eine Frankreich ohne Europa, il faut trouver une solution, welche es ermöglicht, zu schaffen ein Frankreich mit Europa. Et je ne vois qu'une seule solution, und das ist nicht eine europäische Frankreich, sondern ein französisches Europa. Et parce que la France, c'est moi, on ne peut pas parler de l'Europe et moi. Je ne parle pas de l'Europe et moi, sondern ich spreche de moi et l'Europe. C'est-à-dire que je parle de moi et de moi. Hélas! Aidez-moi! Dann ruf ich dann Hall. 1, 2, 1, 2. Deutschland, Deutschland, über alles. 1, 2, 1, 2. Über alles, überall. 1, 2, 1, 2. Musste mal gesagt sein. Ja, es hat dort mal mir so gesagt, dass im Nachkriegsdeutschland der Neonazismus wieder angefangen hat, seine böse Blüte trieben. Die Herren Ramke und Rehmer sind die erste Bundesrepublikaner gesehen, die wieder öffentlich festgestellt haben, dass Braun eigentlich eine wunderschöne Farbe ist und dass der Rommel ein grosser Markt ist und dass dafür immerhin die Autobahnen gebaut hat. Wir zwei haben uns natürlich auf die Weide gestürzt und auf die ganze braune Brut und auf das verhasste alte Lied. Den Kopf noch hoch, wir sind nicht weit zu kriegen. Der Feind hört mit, jedoch wir sind gewandt. Der Führer lebt in uns, an dem wir ziegen. Er hat sich nur als Demokrat getarnt. Lieb Vaterland, ist sonnenklar, dass alles wieder kommt, wie es war, mit Ramke und es muss was Wunderbares sein, zuerst besiegt zu werden. Wir kriegen heute von allein, was wir gewünscht auf Erden. Wir zwei von altem Korn und Schrot, wir sind uns selber treu. Was man uns eben noch verbot, ja, das schenkt man uns heut aufs Neu. Und drum erscheint Triumph auf unseren Mienen. Wir wissen wieder, wie das Siegen schmeckt. Wir, die direkt, direkt geschlagen schienen, wir siegten schließlich indirekt. Drum von Braunschweig bis nach Bremen dringt der Ruf der Rechtsextremen immer höher und extremer. Singt das Duo Ramke Rehmer. Es braust ein Ruf wie Donnerhall. Deutsche Glieder überall und ein Echo aus Walhall bringt den Refrain allemal. Ja, in Deutschland allemal. Kommt der Hochmut nach dem Fall? Musste mal gedacht sein.
gerecht sein, zur gleichen Zeit, wo die Neonazi wieder durch eine geistige Lüneburgerheit tobt und Heimatvertriebene Treffen organisiert und Kameradschaftsbünd geschlossen haben, hat es in Deutschland auch andere Stimmen gegeben. Beispielsweise die von Willy Brandt. Liebe Berlinerinnen und Berliner, im Bewusstsein, dass das deutsche Volk eine große historische Schuld auf sich geladen hat, gedenken wir heute, nein, Herr Barzel, diese Zwischenfrage gestatte ich Ihnen nicht. Ich schätze Ihren sehr luziden Geist, aber der Bundeskanzler dieser Regierung hat die Art ihrer Bildierungen nicht nötig. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, und noch einmal um der Gerechtigkeit willen. Nach rechts ist in dieser Zeit nicht nur Deutschland gerutscht, sondern auch die Schweiz. So kalt ist der Kalte Krieg geworden, dass der Professor Jean-Rodolphe de Salis in einer von seinen Weltchroniken am Radio gesagt hat, könnte, verehrte Zuhörer, kalt, kälter, am kältesten präsentiert sich das internationale Klima in diesen spannungsreichen Tagen. Da in New York die UNO-Vollversammlung tagt und recht eigentlich insofern mit einem weithin vernehmlichen Paukenschlag des erzürnten sowjetischen Parteichefs Nikita Khrushchev, der sich so weit vergaß, dass er mit seinem eigenen Schuh auf seine Meinung pochte, eröffnet wurde. Ja, so, Sie sind ja da. Ladies and Gentlemen, das ist aber gut, hä? Ja, aber Sie, ich sage Ihnen, das kommt noch viel besser, wenn ich in der UNO-Vollversammlung deiner Ladies and Gentlemen der sexy Leute Marsch in die Schuhe blase. Ja, ich kann Ihnen sagen, ich bin ja, Sie sehen ja selber, ausgerüstet für die Abrüstung. Das da ist die neueste Wunderwaffe in der geistigen Auseinandersetzung für die Söcke, die sich auf die politischen Schweißsöcke machen. Frei nach der Devise Kosmolskaja ist Westja Prauda. Oder auf Deutsch, wer es nicht im Kopf hat, hat es an den Füßen. Ja, sieh, ich bin aufgeklärt, ich habe immer gesagt, unter diesen sowjetischen Politbürohängsten, da hat es ja ein paar ganz große Nummern. Ein paar ganz meine Schuhnummer. Der Nikita. Schauen Sie, der ist in die UNO gegangen. Und als er auf einmal die vielen neuen schwarzen Gesichter gesehen hat, was hat er gemacht? Er hat sich dieser Sidiation propagandistisch schlagartig angepasst und seine Gemeinigen einfach trommelt. Dum, 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 dum. Ja, das ist ein ganz gefitztes Männchen. Nicht, dass das ist das Abgeschlagenste, was ich kennengelernt habe. Nicht so, nein, das war eine arge Streulung. Nein, aber ich kann Ihnen sagen, so ein Typ wie da, das ukrainische Maisbäuerli, das könnten wir brauchen. Von dem könnten unsere eidgenössischen Parlamentarier etwas lernen, aber da nützt ja nichts. Da ist ja Hopfen und Malz verloren. Sie wollen nichts sehen und sie wollen nichts hören. Ja, ich bin doch aufgeklärt. Hey, ich kann Ihnen nur eins sagen, die schnacheln dem Teufel so ran. Das Einzige, was zu Bern läuft, ist Starren. Oder dann noch, vielleicht der Hansli, Schaffner meine ich. Ja, das ist doch da der vom Departementsvorstand, vom gepflegten Äußeren. Der läuft auf EWG-Eier im EFTA-Kreis
umeinander und steht mit beiden Beinen im ranzigen Butterberg und im Käseüberschuss drin. Ja, aber der Schuss, das hat auch etwas Gutes, nicht? Jetzt haben sie ja im Militär dafür Fondue. Hm? Die kommen Fondue über zum Morgen schon. Der Fondue-Böllen im Mull ist der eidgenössische Kaugummi-Ersatz für eine NATO-gerechte Nachladebewegung mit dem Unterkiefer. Ja, sie haben gut lachen. Hm? Aber seitdem unsere Armee Reformatoren ihr Hauptquartier in der Schweizerischen Käseunion aufgeschlagen haben, hat ja der Weltkommunismus der letzte Zwicker der Geiseln. Hm? Und seitdem, seit der Willi Spüler mit den bügelten Bügelfalten, hm? Mit den Bürgerlichen, der hat zu Bern unter den Bögen um spaziert. Da unterscheidet sich ja das Volksrecht von der Neuen Zürich Zeitung nur noch durch Druckfehler. Ja. Apropos Zürich Zeitung. Ja, ich habe doch die Schweizer Geschichte gelesen. Ich kann die in- und auswendig, ich bin ja aufgeklärt. Aber da ist mir sofort aufgefallen, dass der Stauffacher nie die Zürich Zeitung gelesen hat, die neue. Ich lese sie auch nicht mehr seit dem Montag. Aber das ist, ich meine, ich kann Ihnen sagen. Nein, also früher, da hat es noch Männer gehabt. Männer mit Spolz und Schneuze doch noch oder umgekehrt. Ja, also die. Aber heute, was haben sie? Heute haben sie nur den Kommunismus, den Kommunistenschreck in ihren abgeschabten Röhrli-Hosen. Schauen Sie den Fall Oistrach. Den haben sie doch in Zürich verboten gehabt. Der könnte ja sein Konzert nicht, das konnte nicht stattfinden. He? Weil der Oistrach sein Talent in einer letzten Geografie entwickelt hat. He? Ja, wenn der natürlich der Zwillingsbruder von Franco gsi wäre oder der Lieblingssohn vom Salazar, hätte er mit der Blechmusik am Hauptbahnhof abgeholt. Aber schauen Sie, es ist halt schon so. Ich meine, es macht halt jeder Mensch mal einen Fehler. Und der Oistrach hätte halt nicht sollen Geige lehren, sondern Alphorn blasen. Alphorn ist unser nationale Grollhalde-Saxophon. Ja, das ist also typisch für uns. Eine große Röhre haben und der Kopf voller Luft. Es gibt kein Instrument, das eine längere Leitung hat, bis etwas unten rauskommt. Und dann noch falsch. Und spät. Ja, wir kommen ja immer zu spät in der Schweiz. Es nimmt mich nur noch Wunder, wer den Letzten beerdigt und die Schaufeln versorgt. Witz. Mit dem Tempo, wo wir in der Schweiz uns im Stillstand entwickeln, kann man nur noch sagen, jeder Schweizer sein eigene Enzian-Tubli oder die Schweiz an der Spitze der unterentwickelten Völker. Dann habe ich es gesagt. Ja, eins steht fest. Stück für Stück hat das Schweizer Kabarett während der Nachkriegsjahr seine vertrauten Findbilder abgebaut und hat seine Füße nicht länger gegen Roti und Bruni Füße geschüttelt. Es hat den Gegner in den eigenen Reihen und hinter dem eigenen Vorhang gesucht und gefunden. Zum Beispiel in einer liebwerten Organisation, die ganz plötzlich nicht mehr tabu war. Wo sollen die Soldaten schlafen? Kabinen und Leutnant. Auf Strohsäcken rund und geschwollen, wo man nachts oben abend tut rollen. Und auf sättigen, dünnen und kleinen, wo man härter liegt als wie auf Steinen. Wo es stübt, wenn im Schlaf einer niest, wo das Fenster nur halbwegs schließt,
Moment, haust dir die Wand aber rennt. Ei, 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 da ist unser Kantonement. Denn wir brauchen keine Betten, selbst nicht, wenn wir welche hätten. Aufwärts nur vom Kapitäne, braucht der Schweizer reiche Kähne. Militär, die entsticht kein Schleck, zur Miliz gehört der Dreck. Wo sollen die Soldaten sich waschen, Kabinen und Leutnant? Ja, die Frage, die kann überraschen. Warum sollen wir uns eigentlich waschen? Doch für jene, die darauf bestehen, ist ein Röhrensystem vorgesehen, wo das Wasser von Gletscher und Firn tröpfelt eiskalt auf Glatze und Stirn. Und am Tag geht der Weg grad zu End. Ei, 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 da lenkt es sogar für die Hände. Denn was nützt dem Kriegersmanne die gefüllte Badewanne? Aufwärts nur vom Kapitäne, drauf der Schweizer Held Hygiene. Lasst uns unseren Weg grad duft, zur Armee kehrt dick die Luft. Das unerschöpfliche Thema war die Armee. Zur Zeit vom EMD-Chef Kobelt, so gut wie zur Zeit vom Schodde. Mag mich an eine Nummer erinnern, die Armee-Reformhaus geheissen hat. Ich habe als bernischer Zeitlupenbeamter das Telefon im EMD abgenommen. Information EMD. Wir sagen nichts. Aha. Aha! Was wir mit der Ross machen? Ja, das ist darum eben auch noch nicht so ganz entschieden. Aber soviel ich weiß, werden sie entweder verwurstet oder die aus dem Motor eingesetzt in den Helikopter. Jawohl, in den Helikopter. Bitte, bitte. Aber confidential, gell? Oder an eine andere Stelle. Information EMD. Wir sagen nichts. Atomwaffe. Mehr? Jetzt? Kaufen? Das glaube ich nicht. Wisst ihr, die entscheidenden Waffen haben mich darum erst nach dem Krieg gekauft. Aber gell, die schreiben das nicht etwa in die Zeitung. Das ist nämlich erst, wenn ich im Ausland bekannt. Wie gesagt, ein unerschöpfliches Thema, das Militär. Stellen Sie sich vor, für den Rapport vom General, ein Füßel vor einem Bild mit dem General Henri Guisan. Je suis Jean-Marc. Fusilier Schweizer. Ah, Eric. Dis-moi, Fusilier Schweizer, wie ist es diesmal gegangen in die Dienst? Oh. Frag nicht, Heinrich. Verschreck nicht gern ältere Leute. Haben Sie wieder gemacht, die Sottise?
Frau Ochsner. Also, Sie haben wieder gemacht Dummheiten. Dummheiten ist nur der Vorname. Aber Sie haben dich doch eingezogen zu einem außerordentlichen Instruktionskurs für die Bekämpfung von Panzer. Ja, ja, ja. Komm, Heide, komm, lömen wir das. Usilir Schweizer, dis-moi la vérité. Heiri, jetzt gehst du weiter. Dis-moi la vérité. Die Wort? La vérité. Also, Heiri, ich bin Familienvater. Usilir Schweizer, mach nicht das Kalb. Heiri, je ne fais pas le veau. Im Gegenteil, en le fais avec moi. Qui? Ja, die, wo... Die, denen, wo was? Die, denen, wo die Nudeln vom Hut in den Kopf hineingewachsen sind. Dis-moi, Fusilier Schweizer, wie habt ihr bekämpft die Panzer? Halt hauptsächlich von Hand. Wie? Wir haben sie grüßt. Die Panzer? Nein. Nudeln. Et puis? Haben wir sie gereinigt? Die Panzer? Nein. Querläufe. Et alors? Haben wir Auslegeordnung gemacht? Mit die Panzer? Nein. Mit den Klamotten. Und dann? Haben sie es entlassen? Merde. Französisch ist einfach eine schöne Sprache. Dis-moi, Fusilier Schweizer, warum ihr habt nicht bekämpft die Panzer? Ja. Dis-moi, gisi mit was? Also, es hat gefehlt die Material? Und wie? Wie gehabt? Ich habe darüber geschrieben in meinem Bericht. Zum Beispiel, 1939 hatten von unseren 21 Fliegerkompanien, deren 5 nicht aufgestellt werden können, aus dem einfachen Grunde, weil sie über keine Flugzeuge verfügten. Einfacher geht's wirklich nicht mehr. Mais dis-moi, warum es fehlt heute wieder an dem Material? Also, Heinrich, um Hepp verbarmen. Warum es fehlt? Ja, es fehlt. Fehlt halt hauptsächlich, weil es nicht da ist. Und warum ist es nicht da? Ja, sie ist nicht geliefert worden. Und warum ist es nicht worden geliefert? Man hat es nicht bestellt. Peut-être es fehlt an dem Material, weil es fehlt an dem Geld. Möglich, ja. Vorausgesetzt allerdings, dass 600 Millionen kein Geld sind. Also, es fehlt nicht an die Material, weil es fehlt an die Geld, sondern es fehlt an die Material, weil es fehlt woanders. Ja, präzise. Ja. Wo? Oh, Heidi. Wo? Ja, es fehlt es. Es fehlt halt hauptsächlich daran, dass auch die schönste Nudel kein Gehirnwindig ersetzt. Also, es fehlt an die Leute. Ja, man möchte einer sagen an den Militär. Aber der Chef von dem Militärdepartement, wieso seinen Namen? Ah, der Dings da, jetzt habe ich es doch gerade noch gewusst. Enfin, er ist doch eine welche wie ich. Ja, ja, selbst schon, ja. Aber, quelle différence. Was soll das sagen? Er ist kein guter Mann? Heiri hat schon mal gesagt, ich bin Familienvater. Und warum? Er ist kein guter Mann? Und warum alle die Männer autour de lui, sie sind nicht gut? Hein? Schön, wenn du nicht willst, ich werde dir sagen. Pass aufs gekriegt, Heiri. Ich werde dir sagen, warum sie sind nicht gut. Sie sind nicht gut, weil sie haben keine Konzeption, keine Linie, keine Vorstellung und keinen Plan. Sie sind ahnungslos, wie... Die Schulde, jetzt ist mir eingefallen. Sie sind ahnungslos wie 1939. In meinem Bericht es heißt, so leid es mir tut, ich muss es der Wahrheit zuliebe sagen. Wir besaßen keine ausgearbeiteten und vorbereiteten Operationspläne. Und zwar hatten wir weder deren 10 noch deren 5. Wir besaßen nicht einen einzigen. Merde. Et aujourd'hui?
Heiri. Könnt man doch duschen. Du in die Landesverteidigungskommission und die anderen eingekramt in der Glas und an der Wand oben. Vom Nachkriegskabarett ist allerdings etwas anderes gewesen. Der galoppierende Wohlstand, der nach dem Krieg eingesetzt hat. Im Schweizer Credo hat es Federal formuliert: Wir glauben, dass es uns gut geht, weil es uns gut gehen muss. Denn es ist uns immer gut gegangen und deshalb wird es uns immer gut gehen. Und dass es uns immer gut gehen wird, ist gut. Denn wem sollte es gut gehen, wenn nicht den Guten? Und im gleichen pervertierten Credo hat es geheißen: Wir glauben, dass Armut keine Schande ist und kein Verbrechen, aber ein sicheres Zeichen von Dummheit. Denn wer jetzt noch arm ist, der ist arm, weil er nicht reich ist. Und der ist nicht reich, weil er nicht reich geworden ist. Und wer jetzt nicht reich geworden ist, wird nimmer mehr reich. Und so einer ist doch ein Armer. Der Metzgermeister Häckli hat ein Haus, ein Gadileckli, hat eine Frau und hat Rügofen und Filiale zu Wollishofen. Bin Gefreite, niemals Stier, angesehen im Quartier, bin in vier Vereine drin und im ACS und bin, damit ihr's alle wisst, ein Christ. Tief im Herzen fühl ich bänglich. Selbst das Rauchfleisch ist vergänglich. Mehr wie Sülzli und Pasteten nützt dem Menschenkind das Beten. Statt wie Kalb und Kuh und Schwein sinnlos in den Tag hinein, pflege ich bewusst zu leben und das Gute anzustreben. Denn ich bin, wie ihr ja wisst, ein Christ. Zwar, es geht von mir die Sage, etwas sei mit meiner Waage. Und dass manchmal meine Knochen röchen. Auch für Schweinix beispielsweise heb ich unverschämte Preise. Ich geb's zu. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist halt nicht billig. Sondern änder eben teuer. Dafür zahl ich Kirchensteuer. Denn ich bin, wie ihr ja wisst, ein Christ. Nebst der Frau hat auch ein Schätzli in meinem weiten Herzensplätzli. Ach, wie freut das junge Dingli sich ab Auto und ab Ringli. Bin ich in der kleinen Wohnung von der Monik hier und da wohl auch ein Schlimmer? Bin ich es doch längst nicht immer. Und mit meiner Frau Sibylle geh ich fleißig in die Kille. Denn ich bin, wie ihr ja wisst, ein Christ. Ich, der Metzgermeister Häckli, habe ein Haus, ein Gadileckli, habe eine Frau und habe ein Dingli, habe auch manchmal Augenringli.
Zahle meine Kirchensteuer, han einen Glaube, der mir teuer und nie zu lau ist und nie zu warm ist und so dehnbar wie ein Darm ist. Der mir nie und nimmer raucht, weil er kaum mehr Zeit als Fischen oder Segeln oder Damen oder sonst ein Hobby braucht. Amen. Gaylord hätte Kaiser. Gaylord Hauser. Er hat die Dame von der westlichen Wohlstandsgesellschaft als erste die bombensicher wirkende Abmagerungsmethode versprochen. Und damit nicht als letzte das grosse Geschäft mit dem Wohlstand Speck gemacht. Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich stünde auf einer Waage. Wurde Tante Zilli, 77 Vetter Hans, 92 Onkel Willi und lebt jetzt noch in Sargans. Und sie knarrten Hühnerbeine, tranken Wasser nur gebrannt, schmatzten Käse und wilde Schweine und das alles durcheinander. Und trotz Has und Gans und Blätterteig und anderem guten Mehr rutschte täglich noch der Vetter via Gländer ins Parterre. Und obwohl sie 80 wurde und verdaulich nie gestört, hat mi Tante nie ein Wörtli von dem Gaylord Hauser gehört. Andere Zeiten, andere Moden, anderer Fraß. Heutzutage ist verboten, was die Großmama noch aß. Runzeln, Speck und Augenringe, daran war man einst gewöhnt. Heute jedoch sind solche Dinge nahrungstechnisch glatt verpönt. Schon ein Ei zur letzten Stunde kann von größtem Nachteil sein. Schon ein falsches Gramm Zeug Pfunde hinten oder vis-à-vis. Nur die kleinste Fehlerquelle in der Kalorietabelle. Und aufs Mal, wie weiß man nicht, hast der Falterwurf im Gesicht. Drum, wie tausend andere Damen, schloss ich mich dem Gaylord an. Kätsch zum Morgen Schnittlauch Samen und zum Zabig Löwenzahn. Hab Radiesli anstatt Rüsli, Rüblisaft statt Ruckenmark und statt Grosshirnhauser Müsli und statt Muskelmager Quark. Noch die allergesündste frischig angereicherter Salat schmeckt genau wie eine Mischung zwischen Fim und Hallebart. Wer nie mehr gesalzene Trauben fretschen muss, der kann's nicht glauben. Doch man leidet nun einmal für das Schönheitsideal. Allerdings die angestrebten Ziele stellten sich nicht ein. Mit dem ganzen neu belebten Chassis stehe ich allein. Lockend mit den Hüften wippen geht nicht mehr, denn ich bin schlank. Und das Chattern meiner Rippen jagt die Männer um den Rang. Angereichert, doch vergessen, steh ich allen Knüssen fern. Denn ein Weib genährt mit Kressen ist kein Fressen für die Herren. Auch statt dass sie mich begehren, seh ich jeden recht zum Kehren. Schmeckt nach Edelhefemann, zieht man's andere Geschlecht nicht an. Kauend an der letzten Bohne flüchtet mir Verzweiflung ein. Angereichert zweifelsohne dürfte nur Herr Hauser sein.
Krieg ist der eine Unterschied zwischen einem Schweizer Arbeiter und einem italienischen Arbeiter. Ha. Ein Schweizer Arbeiter, er kann aufschreiben seine Spesen, bekommt er seine Zulage in Ordine. Ist er in seine Patria, in Schweizer, Patrone, in seine Useli, in Ordine. Aber machen wir eine kleine Rechnung. Moment, sie kommt gerade, die kleine Rechnung. Oder braucht es eventuell doch noch einen Hinweis darauf, dass zum großen Angriffsthema Wohlstandsverwahrlosung auch alleweil der Angriff auf Herzensträgheit und Ruchlosigkeit gehört hat von denen, die nicht gesehen haben oder nicht haben wollen gesehen, wer an dem Wohlstand mitgeschafft hat. 40'000 Italiani! Alpha der Schweizer Ruseli neu machen, ha? 40'000 Italiani, 40'000 Italiani sind der 80'000 Hand. Ist er in Finki umrechnet? 800'000 Finki. 800'000 Finki, wo krampfen, schaffen, suften, Schweizer per la dolce vita della Svizzera. Du, schau meine Finki. Nimm meine Kopf, meine Finki. Weißt du Nationalität von meine Finki? Eh? Ist der Finki von einem Turk? Ist der Finki von einem Espanol, von einem Französ, von einem Tedesco, Schwedes, Englisch oder Amerikan? Eh? Enter alle Finki klicke Farbe. Warum? Eine Finki kriegt er nicht so lange und andere Finki kriegt er keine so lange. Wo liegt der Biglietto? A Milano da Venezia e Sorrento mir sind für go krampfe in Helvetia, wo mir werden gutster vor. Aber schon nach uno mese mir denkets Nacht im Bett. Svizzera wer bel paese, wendet keine Svizzeret. Io vengo da Milano und ich saffa in Hotel. Dal mattina alla sera, tonicura, hoppla snell, putze, wische, spön, la chera, dal mattina alla sera, und ich weiß nicht, wo wäre, dal mattina alla sera, immer wieder tonicura, hoppla vorwärts, mach doch flick, dal mattina alla sera, mach die größte Dreck der Chick. Io vengo da Venezia und ich saffe in Textil. Von den Lohn, die ich kriege, Mamma mia, blieb nicht viel. Hälfte geht halt einmal Gaza. Doch das bringt dort die Leute zum Rasen. Sempre tun sie mit mir fluchen. Was verdienst, muss Geld verbrauchen. Wenn sie reden, so die Affani oft an den Kopf mir klopft. Denn das Zinkensklaven saffen macht die Brüder doch so gestopft. Il migliore democrato sieht der Schweiz. So säget lüt. Vielleicht ist das Ben Trovato, aber vero ist das nüt. Schweizer ist, wo die Leute schauen, link und rechts und rechts und link. König, wo braucht Untertane und die Untertan heißt Schink. Io vengo da Sorrento und ich saffen auf die Bau. Und ich bin ich seit 5 Monaten ohne Kind und ohne Frau. Denn la moglie, la bambina dürfen in der Schweiz nicht dina. Ani müssen unterschreiben, dass sie tun da casa bliebe. Wäre Schweizer so lang ohne seine Frau, vielleicht wär froh. Doch mir händ mir Peperoni in de Blut, ja no. Und so. Und für das ihr Schweizer Bürli tun wir gerne wieder rein. Macht eure Konjunktürli und die ganze Dreckelei. Tun uns Kumpel in die Zschöpli und gehen selber auf die Bau.
Schätzli, es liegen dir aufs Weite blieb. Ciao, Helvetia, adieu, ciao. Ciao, Helvetia. Ihr ist in der allwill höheren Hochkonjunktur hat man sich von einem allwill höheren Lebensstandard ein besseres Leben versprochen. Eintroffen ist das Gegenteil. Mit dem Luxus ist zwar die Lebensangst gestiegen, aber nicht die Lebensqualität. Mama? Karli, wie alt bist du jetzt? Wer wüsste das besser als du, Mama? 6. 31, Mama. Eben. Karli. Mama. Wie lange gehst du jetzt mit dem Vreneli? Mit dem Vreneli? Mhm. Ja, lang. Wie lang genau? 3 Tage, 7 Monate und 8 Jahre. Eben. Karli. Mama. Hast du dir schon mal überlegt, dass Vreneli... Du, Mami, sollte schnell mit dem Bobeli, aber das arme Hündli hat den ganzen... Karli! Hast du nicht das Gefühl, das Vreneli warte auf etwas? Das Vreneli? Mhm. Was? Auf eine ganz bestimmte Frage. Meinst du? Tu nicht so, du weißt es ganz genau. Ja, Mami. Also, warum fragst du es denn nicht? Du, Mami, es wird wirklich schnell mit dem Bobeli haben. Du hast Vreneli doch gern. Ja. Ja, also warum heiratest du es denn nicht endlich? Ja, schau, wir sind bis jetzt auch so gut ausgekommen miteinander. Karli, es ist mir ernst. Du kannst doch offen reden mit mir. Offen? Ja, ganz. Schliesslich bist du doch mein Kind. Eben. Eben was? Eben, wegen dem ist es. Was, weil du mein Kind bist? Nein, überhaupt wegen dem Kind. Ja, was ist mit denen? Nicht. Ja, überkommt sie keinen? Oder will sie keinen? Ja, mal. Ja. 7 Stück und 2 bis 3 Zwillinge extra. Ja, also dann, was ist mit diesen Kind? Ich will keinen. Karli, wie redest du auch? Offen. Was, du willst ja kein Kind? Nein. Nicht eins. Ja, wie kommst du auf die Idee? Zwangsläufig. Ja, hast du dein Kind nicht gern? Ja, mal. Das ist doch so etwas Herziges. Ja. Das ist noch ein eigenes. Ja, sicher. Mei, wie du das gern hast. Eben. Gerade weil ich es so gern habe, will ich keins. Warum nicht? Weil ich mir es nicht leisten kann. Dummes Zeug. Du hast eine gute Stelle, verdienst anständig. Hast etwas auf der Seite, du kannst dir doch ein Kind leisten. Ja, finanziell schon. Ja, wie denn nicht? Ja, du meinst wirklich schnell mit dem Bobeli, aber... Karli! Warum willst du kein Kind? Weil ich ihn gern habe. Wer? Der Kurtli. Der wer? Der Kurtli, das wäre mein Bub, wenn ich ihn will. Ja, und warum willst du ihn nicht? Weil er stört. Ah, der Kurtli stört? Ja, vor allem Anfang an. Komm ich schon da, stört er schon. Das Vreneli? Der Spitalbetrieb. Aber warum soll jetzt der Kurtli den Spitalbetrieb stören? Weil sein Bettli gebraucht wird. Von wem? Von 37 anderen Kurtli. Dann bekommt das Vreneli halt die Hei. Oh, das glaube ich nicht. Warum? Ich hätte dich einmal auch die Hei bekommen. Ganz allein. Nein, natürlich nicht. Der Doktor war dabei. Also, siehst du. Heute haben Doktor keine Zeit mehr für hausgemachte Säuglinge. Aber es gibt noch ständig neue Spitäler. So neu ist kein Spital, als dass es nicht auch schon zu klein wäre. Irgendwie wird dein Kurtli sicher auf die Welt kommen. Ja, ich will aber nicht ein Kurtli, der irgendwie auf die Welt kommt.
Also bloß wegen den überfüllten Spitälern willst du kein Kind? Nein, nicht bloß. Ja, warum denn noch? Zum Beispiel wegen dem Kindergarten. Was ist mit dem? Es trifft im Kanton Zürich auf 40 Kinder anderthalbe Kindergärtnerinnen. Und? Was macht mein Kurtli mit einer halben Kindergärtnerin? Eine ganze ist ja schon zu wenig. Dann geht er halt nicht in den Kindergarten. Gut, aber in die Primarschule muss er. Ja, natürlich. Es gibt Primarschulklassen mit über 50 Schülern. Ja, also dann kommt es auf einen mehr auch nicht mehr drauf an. Oh, doch. Gerade bei meinem Kurtli kommt es drauf an. Schau, das ist so ein sensibler Bub. Vielleicht ist er auch nicht so sensibel. Den will ich ihn lieber nicht. Unsensible Kurtli gibt es genug. Aber sie bauen doch ständig neue Schulhäuser. Wo bei der Einweihung schon zu klein sind. Ja, dann bauen sie halt noch mehr Schulhäuser. Ohne rechte Lehrer. Es wird sicher auch wieder mal genug rechte Lehrer geben. Es gibt in Zürich in 9 Monaten vielleicht 1000 gute Säuglinge, aber nicht einen guten Lehrer. Du siehst einfach schwarz. Schwarz? Ja, schwarz. Schwarz von Leuten. Mein Kurtli in einem Tram. Was ist jetzt mit dem Tram? Überfüllt. Dann geht er halt zu Fuss. Auf überfüllten Trottoir. Dann fährt er Auto. Oh. Auf verstopften Strassen. Nein, schau. Für das ist mir mein Kurtli einfach zu schade. Für was? Für das bisschen Gnusch? Nein. Für das Leben in ständiger Platzangst. Armer Kurtli. Kommt auf die Welt mit 37 anderen Kurtli. Geht in den Kindergarten mit 40 anderen. Wird dort die Schule geschleust mit 50 anderen. Macht eine Lehre mit 100. Dienst mit 1000. Lässt die gleiche Zeitung mit 100.000. Sieht gleich Fernsehen wie Millionen und denkt schließlich gleich wie Milliarden. Menschen vermehren sich halt. Nein, bloß die Leute. Wo mein Kurtli mal anschaut, nimmt das Leute und andere Kurtli. Und er ein von diesen Kurtli. Und ein Kurtli wie der andere. Längere Kurtli, kürzere Kurtli, aber immer Kurtli. Massenhaft Kurtli. Massenkurtli. Aber kein Kurtli nach Mass. Vielleicht wird er etwas Besonderes. Ja, auf Risiko mache ich kein Kurtli. Aber mit jedem Kurtli wird seine Chance kleiner. Von Tag zu Tag gibt es mehr Kurtli auf der Welt. Und mehr und mehr und mehr. Und von Tag zu Tag trifft es auf mehr und mehr Kurtli weniger und weniger Welt. Ja, aber die Erde ist doch so gross. Ja, aber sie wird nicht grösser. Sie nimmt nicht zu. Nur Kurtli nehmen zu. Weisse Kurtli, schwarze Kurtli, gelbe Kurtli, braune Kurtli, Kurtli. Vielleicht wird es auch nicht so schlimm. Schlimmer. Zuerst kommen die Kurtli bloß aneinander an. Dann hütschen sie sich. Dann stupfen sie sich. Dann bohren sie einander die Ellenbögen in die Bauch. Dann stehen sie einander auf die Füße. Dann drücken sie sich. Dann quetschen sie sich. Und dann verquetschen sie sich. Menschheit wird da schon eine Lösung finden. Ja. Und die möchte ich meinem Kurtli ersparen. Carli. Mama. Meinst du nicht, du solltest vielleicht doch noch mit dem Böbeli runter? Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben streuen. Textvorschlag für eine neue Schweizer Nationalhymne zur Zeit von der Hochkonjunktur. Zu einer Zeit also ohne Zeit. Kaum bin ich erwacht, lieg noch im Bette drin, überleg ich mir, wie ich Zeit gewinn. Und da steh ich auf. Zieh mich nicht erst an, zog mich nachts nicht aus, wodurch ich Zeit gewann. Und die Prozedur der Rasur im Takt kombiniere ich mit dem Frühstücksakt. Der Kaffee, der schmeckt nach dem Seifentopf und die Butter klebt im Pinsel drin. Aber denken Sie doch an die Zeit, die ich gewinn. Der Honig, der tropft vom Krawattenknopf und das Brötchen ist voller Bart. Denken Sie doch an die Zeit, die ich gespart. Ich diktiere schon, bin kaum im Büro drin. Sag nicht guten Tag, wodurch ich Zeit gewinn.
kombiniere das Diktat mit Geschäftskonferenz sowie Telefonat nach New York und Florenz. Zwar begreift kein Mensch, wovon ich spreche, und das Ganze ergibt keinen Sinn, aber denken Sie doch an die Zeit, die ich gewinne. Das Geschäft in Florenz kriegt die Konkurrenz und der Mann in New York denkt, ich spinn. Aber denken Sie doch an die Zeit, die ich gewinne. Abends treffe ich sie, zu der mein Herz entbrannt, und wir sitzen still, Hand in Hand in Hand, und mein Blick, der irrt über ihre Figur und fällt voll verwirrt auf die Armbanduhr. Was schon 9:10 Uhr, ich lass ab von der Maid, trotz erotisch blendendem Start. Aber denken Sie doch an die Zeit, die ich gespart. Sie fragt mich zerknittert voll Bitterkeit, ob ich sexuell belastet bin. Sie dachte keinen Moment an die Zeit, die ich gewinne. Bin ich alt und gebückt, ohne Lust, ohne Freud, und kein Nachwuchs ist geglückt, denn die Zeit hat mich gereut. Ohne Freund in der Not, dafür hatte ich keine Zeit, außer einem dürr und kalt, der mir sagt, es ist soweit. Halt, 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 halt! Ich hab noch so viel zu gut. Was fang ich nun bloß damit an? So denken Sie doch an die Zeit, die ich gewann. Denn mein ganzes Glück, mein ganzes Gut, so murmle ich in den Bart. Ja, mein ganzes Glück auf dieser Welt ist die Zeit, die ich gespart. Verstickt ich, sprach's verdutzt. Der Mensch ist keine Forelle, so
erst Hetzen auch schon putzt. Mir hilft in diesen Wellen selbst nicht der alte Brauch vom Überwasserschnellen. Die Luft stinkt nämlich auch. Bald wird's mich überstellen und somit enden die. Einst Schubertchen Forellen als Schoppenmelodie. Von dem Mann namens Fritz, es ist noch nicht lang her, wo im Glauben an die Werbung und Reklame von heute erstens viel zu weit gegangen ist und zweitens verschütt. Der hinterste Streich von einer Werbeagentur hat für den Fritz Bedeutung vom Rüttli-Schwur. So blind ist er gewesen, so naiv, wenn ein Kind so stur ist, kein Witz ist er gewesen, der Fritz. Angefangen hat es da damit, dass er zur Frau am schönen Morgen gesagt hat, du Frau, du solltest auch noch mit so Nol waschen, schau der Frau, hol die Wäsche nur mit so Nol und es ist ihr wohl. Und er hat es gezeigt, sind sie raten so gross und sie Frau gläubig auch wie der Fritz, der ist los. Hat so Nol gekauft, eine 3 Wochen Spar, Superpack, weil zum Superpack gibt's noch 2 gratis Motorsäcke und ein Los und ein Bon und ein Bilderscheck. Tage später liest er in der Zeitung so fett, dass Radol eine Wäsche gibt, wo man 3 Bissen wett mit den 10 wohlverstanden, mit einem ganzen weichen B. Und die 3 Bisswäsche sind gewisser als der wissischste Schnee. Und er zeigt das Inserat der Frau und die sagt, pardaut, so eine wisse 3 Bisswäsche habe ich sie noch nie gesehen. Und sie haut, kauft Radol ein Doppel-Elefanten-Paketli mit einer Strumpfsparkarte und einem Nasdörfer-Spätli und einem Los und einem Bon und einem Kindertrompetli. Ist Frau auch nicht faul, es gibt Soßen und Suppe, Marke Flotschi in der praktischen Dose, denn Trüttli und Blättli auf der Flotschi-Speisgarten sind aparter und zarter als im eigenen Garten. Doch 2 Tage später, es gibt kein Flotschi mit Speck, lässt der Fritz den Löffel gehen und schmeißt Suppen weg. Aus der Zeitung schaut der Fräulein mit 3 Pfund 6 Appeal und sagt, Knurrli Suppe billiger und er ist noch steril. So ist es weitergegangen, langsam hat Verwirrung eingesetzt. Stundenlang haben Fritz und Frau diskutiert, ob man jetzt mit Flaschka kochen soll, das Fett, wo jedes Herz lacht, oder doch mit Fitwil Fitti Hausrafitti gemacht. Soll man 10 mit Witzi putzen oder doch mit Putzi Witzi? Meint der Fritz hat Rizinus und Putzi schmeckt nach Gutzi. Was ist richtig, was ist gut? Das ist jedes Produkt. Langsam merkt der Fritz, es hat keine Spitze, jetzt werde ich verrückt. Nehme ich Foxy-Spray, fragt Frau, oder nehme ich Trixi-Spritze, nehme doch Luxi, das ist das Beste gegen Gluxi, sagt der Fritz. Und bei 10 Päckchen gibt es ein Burkötzli gratis Sitz. Und jetzt sitzt der Fritz in der Spinnwindi innen und er dort den ganzen Tag. Nicht anders als Spinnen, und zwar spinnt er auch im Winter mit Knaxinflachs, mit einem Festen, mit Knaxinflachs. Jeder Weizen spinnt schon am billigsten und besten. Nur der Frau geht schlecht, sind der Fritz nicht mehr sagt, wie man Wäsche spinnt, ist was verstümpft, was man dreht. Manchmal fuckt sie sich blockt, was soll aus dem Fritz werden? Rätschens werden doch, es ist fatal, als halb normal ein Klo. Doch nun, kein Kummer, er hat eine gute Offerte als Chef vom Werbefernsehen. Alles klar. Eine säufend heisse Höchstkonjunktur hat nicht nur eine physische Umweltverschmutzung, sondern auch eine geistige nach sich gezogen.
Auf dem anfänglich helvetischen super sauberen Fernsehschirm sind dunkle Flecken erschienen. Auf Werbeenglisch Spats. TV Spats. Ihre wohlriechenden Mantel sind die neuen Leitbilder von einer totalen Konsumgesellschaft geworden und ihre Erkennungsmelodien die neuen Kinderlieder. Smarties, viele bunte Smarties. Mami, er hat wieder nicht gebohrt. Bei den Erbsen, bei den Böden, bei den Gurken. Sag's nicht, sag's nicht. Ihnen sag ich's, aber sag es den blöden Weibern nicht. Aber Hand aufs Herz, der Bildschirm hat auch sehr viel Schönes gebracht. Na Schöneres. Ja, Mena. Der Schönste. Oh Ma, oh Manny, mir Blick von dir dringt bis ins Knie. Mein Herz ist schwer und hin die Ruhe. Machi be Casanova, du, kein anderer reicht an dich heran. Oh, du mein Rigas Don Juan, mein süßes Basler Leckerli. Oh, many, 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 me. Mit Werkebünd haben wir ihn wieder und sein sanfter Zungenschlag säuselt mir durch alle Glieder. Schwebt im weißen Doktorkittel und bedeutungsvollem Blick er graziös durchs Fernsehspittel. Hanig Hühnerhut im Genick schaut er gar durchs Stethoskop. Sieh in des kranken Auge tief. Völlig zunder Opsi, oder Mann ist depressiv. Oh, Manny, mi, oh, Manny, mi, bei dir möchte ich ein Notfall sein. Es wird mir kalt und wieder warm ab dir und dem Zwölffingerscharm. Du machst mich froh, du machst mich durch. Oh, du mein Telesauerbruch, du Sexathlet, du Charmgenie. Oh, Manny, 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 me. Oh. Ah. Ja, dem geht's gut. Weil man gewusst hat, was für ein zivilisiertes Land gehört, hat man der hemmungslose Konjunkturkonsum natürlich sporadisch durch Kultur kompensiert. Man hat einfach nach dem zweiten Pfund Kaviar mit einem besseren Gewissen geobst. Und wenn man während dem ersten über Literatur geschwätzt hat, und mit dem anderen Tag einfach bedenkenlos Geld verdient, wenn man am Oben vorher bei einer Dichterlesung im Stadthaus im Rahmen vom Podium geschlafen hat. Gedicht. Erste Strophe. Pipi, Wischwasch, Samovar. Alpenrose weint im Strumpf. Amsel, Drossel, Finkronstar. Pampa, Papi, Pipa. Und. Zweite Strophe. Gilli, Hatschi, Doppelbett.
Alltag weint Asphalt ins Wo. Forelle singt Quintett. Pampa, Papi, Pipapo. Dritte Strophe. Bim, Bam, Krims, Kroms, Mandschurei. Autoherz schlägt Bim, Bam, Bum. Organ orgelt Ei, Ei, Ei. Pampa, Pipa, Podium. Ende. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ich meine, damit kümmert mir dem Problem schon, Herr Doktor, denn glauben Sie mir, Dürrenmatt kommt durch die Verneinung des Pathos zur Bejahung des Eros. Und somit lässt sich zum echten Scherzo im helvetisch-tragischen Bereich. Güllen als Endstation Sehnsucht des verlorenen Sohnes. Ja, ganz im Gegensatz zu Frisch. Dort Heimkehr, hier Flucht, Befreiung, Ausbruch ins Exotische. Ins Metaphysische. Ins Metaphysisch-Exotisch. Ins Meta-Exotisch-Physische. Ja, schon wären wir wieder beim Dürrenmatt. Im Magnetfeld seines Planetarsystems. Oh, hello, General. Das ist der amerikanische generalkonsulische literarische Null, aber so ein süßer Boy. Sally, sweetie. Der Broadway hat ja im Frisch gegenüber vollkommen versagt. Ich bin den nächsten Jahr in seiner Premiere an der Opening Night. Und ich kann nur sagen, it was not amusing. Not at all. Ich meine, was ist heute überhaupt noch amusing? Mit dem Ionesco, par exemple, kann ich schon lange nichts mehr anfangen. Da ist mir jeder Biedermann und Hotz im Augiasstall vom Stiller noch leer. Ach, das ist so glatt. Sagen Sie mal, Herr Doktor, warum schreiben Sie nicht für die Bühne mit Ihrer dialektischen Begabung und Ihrem Talent, Situation im Kern zu erfassen? Ich bin in erster Linie Analytiker. Ah, voyons. Aber warum schreiben Sie eigentlich nicht? Oh, mon Dieu, keine Zeit, leider. Man wird ja von einer gesellschaftlichen Anlesung verpflichtigen aufgefressen. Was? Nein, kein Tartar, Kaviar, merci. Schrecklich, schrecklich. All diese Cocktailpartys mit ihrem geistigen Leerlauf und Verbruch an Substanz. Hello, waiter, waiter. Another whiskey, no ice, no. Same for me, but no water. Just on the rocks. Man kann ja von der europäischen Warte aus betrachtet den Frisch verstehen in seiner Opposition gegen die Saturiertheit des Zürichberg. Ich meine, der Zürichberg nicht geografisch, ist rein geistig verstanden. Andorra ist der ins Groteske gesteigerte Kreis 7. Schön, 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 schön. Und es ist so absolut richtig. Und trotzdem muss man sagen, Andorra als Stück lässt mich kalt. Absolutely cold. Und weil, das Stück ist nicht durchformuliert. Es verliert sich also sehr im Symbolhaften. Sogar im Makabern offenbart sich ja bei Dürrenmatt eine gewisse bernische Gemütlichkeit. Ja, das eine echte Sterbensfreude und Beerdigungseuphorie. Ja, ja. Die Todessehnsucht des Emmentalers.
Als Allegro Moderato. Der Witz als Überwindung der Verzweiflung über das hiesige Unbehagen. Das Endgültige. Im Ungültigen zum Gültigen geprägt und erhoben. Und ich meine, wenn man bedenkt, das Ganze von einem epikureischen Pfarrersöhnli. Aus denkbar einfachsten Verhältnissen. Sie sind eine erstaunliche Frau. Frau Luginbühl. Wieso? Wie sie die Probleme gesehnt und auslotet und zu einer erlebnisstarken, prägnanten Formulierung vortriebet, um sie dann mit dem sinnenhaften Charme des apollinisch-aphroditischen zur zwingenden Symbiose zu bringen. Ich meine, man kann ja heute noch von der Griechen lehren, sogar als Frau. Einfacher und treffender lässt sich nicht sagen. Ja, man muss ja auch nicht immer alles zerreden, oder? Man muss nicht. Ich heiße Gusti. Gertrude. Man sagt mir aber nur Sraberberli. Du bist das einzig weibliche Wesen in der geistig unterentwickelten Gesellschaft vor Playboys und Femme Fanes, wo über das kosmetisch Oberflächliche hinaus in die Tiefe dringt und... Man wendet auch das nicht zerreden. Andre Hicke, Andre Ticke haben andere im Verstand. Doch mein Tick ist das Antike, kurz auch der Antik genannt. Bei den Trödlern und Afganten und im Estrich von Verwandten und in Scheunen und Kapellen wühle ich wie wild nach Kellen und Stabellen und nach festen Resten von bemalten Kästen und nach Uhren oder Spuren von Konturen der Figuren an den Uhren. Wühle nach Messern und nach Messern Butterfässern und nach Zinn- und Kupferkesseln und nach Sesseln, die mich fesseln und nach anderen alten Stücken, um mein Heim damit zu schmücken. Röbi, Ruedi, Ida, Frieda, jeder Mensch hat seinen Hick. Der da, den da, die da. Und ich hab halt den Antik. Antik, Antik, Antik. Mein Blick, mein Blick, mein Blick geht immer zu zurück. Antik, Antik, Antik. Ein Stück, ein Stück, ein Stück erfüllt mich nur mit Glück, wenn es ein Exemplar ist, das antiquarisch rar ist, weil's aus dem letzten Jahr ist, wo Chippendale noch klar ist und auf den ersten Blick erkennbar alles antik. Helme, Masken, Sonnenwendsonnen, ganze Tonnen von Madonnen, Sarkophage, Sennenrutten, Scheiben und kaputte Putten. Ohne Rücksicht, ohne Schonung stopf ich alles in die Wohnung. Bis hinab zum Wasserhahn ist meine Küche spätromanisch. Wo ich schlafe, mildert Gotik jeden Abflug von Erotik. Stilgeschichtlich Gomilfo ist auch der Ort, an dem mein Klo ist, weil es reinstes Rokoko ist und somit ein Rokoklo ist. Winkel, Ecken, Decken, Diele. Ja, wohin ich blick und nick, Zeugen, Ständer, Stiche, Stühle, Gips und Nips von dem Antik. Antik, Antik, Antik. Mein Blick, mein Blick, mein Blick geht immer zu zurück. Antik, Antik, Antik. Ein Stück, ein Stück, ein Stück erfüllt mich nur mit Glück, wenn es nicht zeitgemäß ist. Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, Louis Armstrong.
schöne Chaise ist, der eine Qual fürs Gesäß ist und auf den ersten Blick erkennbar als antik. Leider hat halt das Antike auch an Tücken. Ich ersticke fast im Sägemehl, wenn ich Stücke nur ein kleines Stückchen rücke. Nachts statt friedlich einzunicken, hör den Holzwurm ich antiken. Ach, wenn es bloß einer wäre, doch da fressen ganze Heere sich mit teuflischer Methodik quer durch Rokoko und Gotik. Sind sie endlich satt an Rassel in der Renaissance die Assel und beginnt es schon zu tagen, fängt die Standuhr anzuschlagen. Einmal, zweimal, dreimal, fleißig schlägt das spätbarocke Stück. Erst bei 133 macht es wieder brav antik. Antik, antik, antik. Ja, Stück für Stück für Stück trage ich noch heut zurück. Antik, antik, antik. Doch schon erfasst mein Blick das nächste alte Stück. Ob scheußlich, ob ästhetisch, ob fetisch oder tätisch. Ich nehm's, bevor's zu spät ist, weil's eine Rarität ist. Und auf den ersten Blick erkennbar als antik, 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 antik. Stuttgarter Lichtbilder Glück, die grüne Praline, hör zu für den Herrn, Scheinwerfer, Funk, Revue, Quick! Excuse, das ist also nur der Vollständigkeit halber. Ich habe eine Kikriki-Nummer gesehen, später eine Federal-Nummer. Nur zum zeigen, dass das Fernsehen nicht das einzige Massenmedium war, das die Hirnerweichung von einer Massenkonsumgesellschaft tätig gefördert hat. Es hat auch noch die deutsche illustrierte Presse gegeben. Und natürlich der amerikanische Heimatfilm, der Western, aber da davon. Später. Scheinwerfer, Quick! Neue Fortsetzungsserie, Tatsachenbericht, Unterhaltungsroman, das Herz einzerbricht. Was weinst du, Luise? Hochzeit im Forst, vier Frauen um Helga, drei Männer um Horst. Memoiren von Kiki dem Oberoi noch. Wie operiere ich einen Sauerbruch? Die Memoiren Zara Leanders, die Kneff-Memoiren, Memoiren als anders. Kaufen Sie, lesen Sie, das liest sich am Stück. Und dabei bezahlen Sie erst noch bescheidenste Preise für die ganze Scheinwerferfunk. Der Spiegel im Heute Abend passiert es zum ersten Mal, dass er mit einem wildfremden Mann ausgegangen ist. Das ist nicht ungefährlich. Aber ich liebe die Gefahr, das Abenteuer. Das liegt an meinem Beruf. Wissen Sie, ich arbeite in einer Raketenfabrik. Und dann so die Stäckchen an die Raketen binden. Aber wir liefern hauptsächlich ins Ausland, weil man dort ja das Pulver für ganz andere Sachen braucht. Dort braucht man es, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Ja, ja. Und dann machen wir noch etwas. Tischbomben. So kleine Bömbli. Für Hochzeiten. Damit sich das Hochzeitsbärli frühzeitig an Krach gewöhnt. Und Klöpfere. Für einen Christbaumann. Ist es jetzt? Sie hat doch so Fränseli so aussen durch. Und dann zieht man. Und dann macht es BAM! Stinkt aber ein bisschen. Aber dafür kommt dann ein schönes Versli raus. Letztens habe ich dann ein ganz zünftiges, schönes reingeklebt. Das muss ich nämlich auch machen. Ich konnte es beamen können, es vorlesen. Wieso? Nein, das ist ein Traumbillett. Das hat in dieser Tasche. Ja, was ist das?
Verloren. Hat das Loch. Ist aber geht, hä? Ist gleich. Ich weiss den Spruch auswendig. Den weiss sie jetzt. Es kam der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt. Und Donnerschläge. Hui, das muss ich auch abfüllen. Sieh, das ist dann gefährlich. Hm? Wenn man dann nämlich nicht Brösmeli so da, hm? Für Brösmeli abfüllt, dann hat niemand mehr Freude dran. Ich denke, gar niemand mehr kann Freude dran haben. Es gibt einen Klapp und dann hast du das Geschenk. Das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber ich wollte etwas Lustiges erzählen. Ich war letztens an der Bahnhofstrasse gelädelt und dann habe ich im Spielwarengeschäft so ein geschaut. Dann habe ich meine Raketen ausgestellt gesehen. Eine von meinen schönsten Raketen. Ich habe sie ganz gut kennt, als sie von mir war. Plötzlich sagt eine hinter mir, schön sind sie. Und ich gesagt, es geht so. Ja, er gemeint, er meine mich. Aber er hat gesagt, da Trageten. Und ab frisch. Das war ein bisschen ein Double. Es war nämlich gar kein Frisch. Und ich sagte, das sind ja gar. Wo sind sie jetzt? Das sind ja gar kein Frisch. Das sind doch Schwärmer. Und dann hat er gesagt, ja, das bin ich. Hat er mich eingeladen für heute Abend ins Kino? Dann habe ich ja gesagt, weil er sich so für mein Feuerwerk interessiert hat. Ja. Und ich freue mich ins Kino. Wir gehen nämlich in einen ganz tollen Western, wo so bum, 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 bum. Hui, da verschrickt man. Ich verschrick zwar nicht, so, weil ich mich an Klöpfer gewöhnt bin. Im Kino ist es schön. Da ist man nämlich allein, auch wenn es ganz ausverkauft ist. Nur schade, dass es nicht mehr so wie früher, als die Stummfilme noch gespielt haben. Dort haben sie nämlich, bevor das Licht angegangen ist, zweimal geläutet. Er hat noch Anstand gehabt. Hala! Na, kidding, yeah, that's me. Cassie, the kill will you, okay? Juppie! Der Schrecken des Heeres zu benannt, da unter Friedhof, Jim, bekannt hier. Wenn sein Leben nicht mehr liebt, schaut schief auf mich, ist ein Sieb. Verderb mir eine Kuss, die Laune, ein Schuss genügt. Bless Posaune, shut up, McCain. Yeah, that's me, Cassie, the kill will you, okay? Juppie! Mein Auftritt, tausendmal bekannt, ist teils abrupt und teils rasant. Nach einem Ritt von einem Jahr, sprich vom Russ in eine Bar, frisch wie ein Weckli nun, betrete ich herrisch den Saloon, deinen Blick und donnere, run! Die hierauf nächste Reaktion, was im Lokal ist, rast davon ab! Versteinert nur, der Barmann steht, die Wahl sein Herz, auf Halbmaß geht, es wird ihm schwach, sein Habit weiß, er zittert laut, er flüstert leise, oh no, Billy, oh no, please, 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 Billy, don't do it, oh no, oh no, no, you are a friend of mine, aren't you? Oh no, no, Billy, jetzt wo ich gerade die neuen Gläser angeschafft habe, Billy, please! Es hilft ihm nichts, es knallt, der Colt, die Lampe wird herabgeholt. Aufgrund der folgenden Serie, du dachte, wer denn der hier kriegt? Und bin ich endlich mal im Schuss, mache ich auch mit den anderen Schluss. Sind allesamt mal Ecken. Erfolgt der Schrecklichste der Schrecken. Von Billy werde ich zu Bing. Blick in den Himmel auf und sieh hin. Yippee-i-ho, yippee-i-ho. Ja, ich reite auf dem fotogensten Schimmel.
denn ein Cowboy geht vertraglich nie zu Fuß. Und der Mond erleuchtet sternenklar am Himmel, weil er das laut Drehbuch einmal muss. Hüppiaihu, hüppiaihu, Horse oh, laughing in the sky. Von solchen Tönen angelockt, erscheint von rechts und kurz berockt, mit offenen Haaren und ganz vorn, ein Busen wie das Matterhorn. Die Augen tief und sehr umblaut, Rosi, die rasche Räuberbraut. Oh. Hallo, Billy! See a long time I've been. Around. Kidding? Much more. Kiss me. Why? I like it. Sure. Please, Billy, please. Ich hab mich so, so sehr an dich gewöhnt. Kill Billy, you. Kill Billy, sie. Mein Dasein war durch dich verschönt. You don't know me. Kill Billy, you. Kill Billy, sie. Von solchen Tönen angelockt, erscheint erst unberückt der Chef. Und er herrscht mich an. Hallo! Kassete, Kill Billy. Also name Graveyard Jim, come out. Ich schweige. In the name of the law, the state of Texas, come out. Ich schweige. Billy, come out. Um die Spannung zu erhöhen, schweige ich noch immer. Okay, let's get him. Ich liege an und um Poppam, ja Mann, für Mann, Gartas, Poppam, sich an die Brust fällt und verliert Poppam, Bewusstsein, Poppam, mein Toast, du hell, allein Poppam, der Sheriff bleibt zum Schluss, du hell, Poppam, Kasse. Well, last time, come on. Never. Okay, Sheriff. You win. War ein Mann noch vor zwei Stunden frisch und froh, ja, so ein Mann. Und jetzt schau ich bald von unten immer grün und efeu an. Ja, es musste so geschehen, das Publikum freut sich halt dran, denn es will für 1 Franken 10 Sini 17 Dota. Hippie-ho, das war Hollywoods Geschoss. Politik, Wirtschaft, Konsum, Konjunktur und auch Kultur besitzen, gehen wir zum privaten Teil über. Allerweil hat es ein fetisch nachgehendes Kabarett auch mit dem menschlichen, allzu menschlichen befasst, vor allem mit den nicht ganz unkomplizierten, dafür aber undifferenzierten zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen weiblichen und männlichen Schweizer. Eine richtige Fundgrube. Für das Kabarett sind gewisse menschliche Abgründe in Herr und Frau Schweizer gewesen. Eine richtige Fundgröße. Sie wünschen was, wenn Sie, wieso sind Sie da? Eben. Eben was? Vergessen. Was? Eben. Eben was? Eben, da habe ich vergessen. Mit anderen Worten, Sie haben vergessen, was Sie vergessen haben? Ja, komplett, ja. Da haben Sie ausgerechnet aufs Fundbüro. Ja. Hat denkt, Sie finden es raus. Was Sie vergessen haben? Ja.
Gute Mann, wir sind ein Fundbüro und als solches ein Aufbewahrungsort für Sachen, die gefunden werden. So. Ja, aber wo sind denn die Sachen, die verloren worden sind? Haben Sie also etwas verloren? Ja. Was? Ja, eben. Eben was? Eben, da habe ich vergessen. Und ich soll das herausfinden? Hey, ja, als Fundbüro. Ah, ja, was haben Sie denn so alles da? Wegen? Ja, wenn Sie es aufzählen, dann kommt es mir vielleicht wieder in den Sinn. Schirm, Brille, Mäntel, Zylinder, Schuhe, Köfferli, Mappe, Schlappe, Kappe, Kinderwagen, Käpsel, Pistole, Höschen, Bastille, Gebiss, sämtliche Bücher vom Weich, das Kleiderbüchlein. Das ist, warum unterbrechen Sie mich jetzt? Ja. Ich noch will sagen, es ist bis jetzt noch nicht dabei. Blöd! Dann müssen Sie wieder von vorne anfangen. Ja, bitte, gern, ja. Schirm, Brille, Mäntel, Zylinder, Schuhe, was ist denn jetzt wieder los? Ich kann nur sagen, Sie können schon ein bisschen schneller reden. Schirm, Brille, Mäntel, Zylinder, Schuhe, Köfferli, Mappen, Schlappen, Kappen, Kinderwagen, Käpsel, Pistole, Husten, Bastille, Gebiss, sämtliche Bücher vom Weichen, Kleiderbüsten, Necessaire, Lampen, Händchen, Blumenvasen, Erdbeerung, Törtli, Vogel, Käfig, Armbanduhren, Herren, Socken, Damenhüte und Trambillet. Kein Trambillet. Fertig? Fertig. Ja, das ist schade. Wieso? Es ist nicht dabei. Halt, kommen Sie zurück. Dann gehen wir halt systematisch vor. Ist Ihnen das recht? Ja, das ist, glaube ich, schon recht. Ja. Ist es ein Luxusgegenstand gewesen? Ja, kalt. Etwas Wertvolles? Ja, eiskalt. Etwas zum Essen? Hey, blöd. Und was ist denn mit dem Fondue los? Ja, wo ich am Montag, am Morgen, am 8. Zu meiner Frau gesagt habe, Rösli, wie wär's wieder einmal mit dem Fondue? Da ist mir aufgefallen. Was? Dass es nicht mehr da ist. Das Fondue? Das Rösli. Ja, mit anderen Worten, Sie vermissen Ihre Frau? Ja, vermissen nicht direkt. Nein, aber es ist mir halt einfach aufgefallen, dass sie nicht mehr da ist. Und wenn ist Ihnen das aufgefallen? Wo ich das Fondue haben will? Name? Rösli. Nein, Ihr. Hugendoblon. Herr Hugendoblon. Der von Ihrer Frau? Frau Hugendoblon. Mögen Sie sich erinnern, wenn Sie sie zum letzten Mal gesehen haben? Ja, wenn ich jetzt da wieder gesehen am der Hochzeit? Nein, später. An der Flitterwoche? Flitterwoche? Ja, da ist ich glaube auch dabei gewesen. Am letzten Zürichfest? Nein, ja, ab Fest da gang ich immer selber. An der Weihnacht? An der Weihnachten, ja, da ist etwas unter am Bäumli gesessen und hat gelismet. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig ein Foto von einer bei sich? Nein. Ja, jo. Auch kein Abziehbild. Ja. Mögen Sie sich wenigstens erinnern, wie sie ausgesehen hat? Ja, wenn ich sie sehe, käme es mal sofort. Hat sie besondere Merkmale gehabt? Ja, eben ja. Eben was? Eben Fondue hat sie so gut gemacht. Aber sonst? Sonst? Ja, sonst, wie war sie sonst gewesen? Vergessen. Hoch! Wie? Hoch!
Haare. Ah, ja, 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 ja. Sogar an den Zähnen. Mul. Mul, ja, in den Zimmeln. Figur. Früher noch schon. Sagen Sie, haben Sie sie sonst schon einmal gesucht? Ja, aber wo zum Beispiel? Polizeiposten, Heilsarmee, Interpol, Happy Night, Bicher, Benner, Burg, Höchstenstadt, Hofölf, Schulschatz, Langstrasse, Paketpost, Terrasse, Frauenverein, Parkhaus, Teleboy, Tramdepot. Überall. Und? Weg! Fort! Ab! Das ist also das Fundbüro Ihre letzte Hoffnung? Ja, ja, ja. Guten Abend, Sie leiten einen Tisch. Bei uns ist sie auch nicht. Sicher nicht? Sicher nicht. Ganz sicher? Ganz sicher nicht. Ja, den tanken viel mal. Ja, noch etwas. Manchmal in guten Moment hat unser Kabarett zu seiner Quelle gefunden. Zur Literatur, um nicht zu sagen, zur Poesie. Es hat sich der Stellenwert von einem Wort überlegt. Man weiß von Schiffen und von Sternen, von Münzen und sogar vom Licht, von Kolibris und Samenkernen und von Vulkanen das Gewicht. Man kennt es selbst von Schneekristallen und Blättern, die der Herbst zerbricht. Man kennt's von allem. Und von allen. Nur, was ein Wort wiegt, weiß man nicht. Wer weiß, vielleicht entwirrt das gleiche spezifische Gewicht wie der Erinnerige. Dafür bitte. Anna, denn der, aber ich bitte mit, Sie trinken doch ein Tässchen mit. Auf Tee versteh ich mich, wenn man aus Osten ist und aus der Zeit, bevor beim Fliegen die Würmer rot nach oben kamen, dann vergisst man viel, doch nicht den Tee. Drei Zucker dürfen wohl genügen. Nur jene nahm stets fünf, er neigte zu Extremen. Und Tee trank er darum nur dann und wann. Er zog Tokaier vor in rauen Strämen. Oh, Verzeihung. Jene war mein erster Mann. Ein Ungar, Husarenoffizier. Ich traf ihn eines Tages nachts um vier bei Esterhazy, Fürst, mein Freund in Budapest. Ja, ich denke, war das ein Fest. Er war 1,92 Meter groß und ich war, genau, was war ich? 18. 18 damals bloß. Eine Nelke. Und er sah aus wie Ceresniebaum. Ein Mann gewordener Mädchentraum. Ja, noch in letztes Schnurrbarthaar war er ein Ritter comme il faut. Er fragte nichts. Er kam und war mein Mann. Ganz einfach so. Und diese drei Jahre oder vier, ja, das war ein Leben, Mulatschaker. Jesch, Kinderle, was tanzten und was soffen wir. Bis er mir starb. Anna, dem Tee. Ah, oui. Zu meiner Zeit, j'ai bien vécu. Aber heutzutage, rien ne va plus. Mit Gaston, der Franzose und mein Nächster war, ging ich die meiste Zeit auf Reise. Er schätzte Abenteuer und er liebte die Gefahr und Überraschungen und drum auch mich auf seine Weise. Allmählich lernten wir uns dann sogar verstehen. Er hatte viel Geduld und noch mehr Geld.
Ich habe mit ihm die halbe gesehen. Und bitteschön, das war noch eine Welt. Da war Paris noch, was es war. Quel esprit et quelle société. Berlin bestand nicht nur aus dieser grauen Mauer und der Spree. Und Wien. Und wundersam und nicht sein eigenes Klischee. Emma, jette la grande dame und nicht wie heutzutage, passé. Gaston, er hinterließ mir ein recht hübsches Konto und den Sohn. Der Sohn ward groß, dem Konto klein. Was ist schon eine halbe Million? Kind meiniges, schreibt mir nicht zwei Worte mehr. Pardon. Mitunter tut das weh. Ich weiß, ich jammerte im letzten Brief so sehr. Ach, was in jedem Brief? Anna, dem Tee. Verzeihung, mir fiel nur etwas ein. Mein letzter, das war der dritte. Der war ein Schweizer aus Stein am Rhein. Er war Besitzer einer kleineren Fabrik und einer großen Neigung für das Sparen. Er lebte dünne Maniere, trop helvétique. Und als er eines Tages sogar Mameli zu mir sagte, da bin ich ihm davon gefahren. Keren Seppen, drei Männer habe ich bezwungen. Und von meinem eigenen Leben bleibt mir dies. Ich sitz beim Tee und bei Erinnerungen und ruf ein Mädchen, das ich längst entließ. Die Welt so weit und wunderbar, joi, sie verkümmerte immens. Was gestern noch ein Leben war, ist heute höchstens Existenz. My dear friend, will you please stop a minute? I have to tell you. Früher, da ist der Metaxas bei uns zu Hause ein- und ausgegangen. War ein guter Freund unserer Familie. Paderewski. Paderewski, he played for me. Only for me. Aber heute muss ich froh sein, wenn ich bekomme eine Freikarte in die Czardasch-Fürstin. Haben Sie gesehen, diese Fürstinnen heute auf Biene? Schrecklich, fürchterlich. Let's go on, my dear friend, it's much better. Wo kamen all die Männer hin? Die Männer waren und zwar sehr in London, Belgrad, Budapest. Zeigt sie ja selbst kein Museum mehr. Europa pflegt Reserveruhr und spielt sich die verlassene Braut und tut wie eine Pusterkuh, die statt zu fressen, wieder kaut. Was glauben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wendet sich das Blatt. Ich möchte erleben neues Aschetorre. Aber es finden höchstens Konferenzen statt. Warten wir. Anna! Dente! Die kann er verklemmen. Hat natürlich schon eine Welle machen.
Hallo. Man kann einfach nicht dürfen. Hat er nicht einen Prozess mit dem Fritti Lernhardt auf den Hals gegeben? Nein, lachen doch nicht. Los doch ein. Aber Papa, Papa. Auf den Professor CKDT habe ich mich verklemmen können. Aber auf eins habe ich nicht verzichten. Nämlich auf der Emil. Sie erwarten etwas ganz anderes. Ich meine natürlich auf den Stifter und auf den Gründer von dem Theater auf der Stapi. Liebes Nobelpreiskomitee, liebe Mitglieder der lieben schwedischen Künste, lieber Adolf von Schweden, oder besser, liebe Gusti, liebe Zürcherinnen und liebe Zürcher in der lieben Heimat und hier im lieben Saal, meine Lieben. Als mich mein lieber Sekretär, der liebe Dionys Gurni, nach nur dreitägiger Suche an einem Festbankett der Hünke Heukümperzüchter zu vorgerückter Stunde vertwitschte und mit strahlendem Gesicht die Nachricht überbrachte, dass mich das liebe Nobelpreiskomitee mit dem lieben Nobelpreis bedacht habe, da war meine erste Redaktion gar nicht so halb überwältigend groß. Als ich dann aber ein Konfirmationslexikon zur Hand genommen hatte, und zwar den großen Konrad Ferdinand Meyer, und darin nachblätterte und mich orientalisierte über die Bedeutung des Literaturnobelpreises, der immerhin einige Ähnlichkeit mit dem Literaturpreis der lieben Stadt Zürich aufweist, da muss ich doch sagen, dass es mich freudig durchzuckte und ich im Innern ein angenehm kribbelndes Gefühl verspürte, wie eben von Alka-Seltzer. Emil, sagte ich zu mir, denn ich duze mich sogar selber. Also Emil, sagte ich, womit hast du dir das verdient? Die Tatsache, dass ich den lieben Nobelpreis von dem lieben Komitee in Würdigung meiner gesammelten Reden und unter besonderer Berücksichtigung meiner Zauftreten sowie derjenigen bei der Eröffnung des neuen Kunsthausflügels erhalten habe, hat mir doch einigermaßen verstanden. Ich muss zugeben, ich wäre nicht so verstaunt gewesen, weil die kurzen Kontaktnahmen mit der Literatur bereits so auf mich abgefärbt haben, dass ich, ohne es selber zu merken, selber literaturisch geworden bin und dieses so in meine Reden hineingeflossen ist, dass ich nun den Preis bekommen habe, den mir soeben der liebe Gusti Adolfli von Schweden, vom lieben Schweden, mit dem ich gestern Abend als einem der letzten Funktionäre Mitteleuropas Dutzis gemacht habe, Ali Gusti, mit seinen lieben Händen überreicht hat. Es ist für mich eine große Ehre und ich muss gestehen, dass ich sie beinahe so hoch einschätze wie diejenigen des Zunftmeisters der Zimmerleuten und des Ehrenpräsidiums der Lesergesellschaft Hottingen, ohne diesen beiden Institutionen besonders nahe treten zu wollen. Ich danke allen lieben Mitgliedern der lieben Schwedischen Akademie, ich danke dem lieben Nobelpreiskomitee, dem lieben Gusti, seiner lieben Frau, Sally Silverli, mit der ich seit gestern Abend auch Dutzis bin, und auch dem lieben Adalbert Nobel, der ja schließlich den Preis gestiftet hat, der aber an der heutigen Feier leider nicht anwesend sein kann, weil er bereits gestorben ist, wie ich im großen Konrad Ferdinand Meyer erfahren habe,
und welcher, wie ich ferner nachgeschlagen habe, auch das Pulver erfunden hat, was man gewiss nicht von allen Leuten behaupten kann. Zum Schluss aber danke ich auch noch den lieben Zürcherinnen und den lieben Zürchern. Der Preis, den ich jetzt entgegennehme, gehört auch ein bisschen Ihnen. Denn schließlich sind Sie es ja, die mich erst zu dem gemacht haben, was ich bin. Brief, ich will nicht länger werden. Und bevor mich die Träne der Rührung beschleicht, möchte ich Ihnen zurufen, Post, Tenebra, Lux. Oder zu Deutsch, nach der Finsternis das Kirchenlicht. Oder auch durch Nacht zum Licht. Oder wie der Lateiner sagen würde, per apero ad astra. Post. Zeiten, herrliche Zeiten. 60 Jahre Kabarett in der Schweiz, 30 Jahre Nachkriegskabarett. Was blieb davon? Was hat es genützt? Wir wollen nicht grübeln. Die Antwort überlegen wir Ihnen. Auf eins sind wir allerdings fast ein bisschen stolz. Auf die Tatsache, dass man manchmal, also hier und da, für eine Stunde oder zwei ein wenig Fantasien, nicht unbedingt unbändig Fantasie, reiches Land braucht einen Hauch von Fantasie, wenn man sagen. Und dass man wenigstens ein oder zwei Spatenstich fürs Grab vom tierischen, helvetischen Ernst entdecken dürfen. In einem unheilbar normalen und rettungslos vernünftigen Land ist schon ein wenig zweckentbundener Unsinn eine psychotherapeutische Heldentat. Ich möchte am Schauspielhause zwar nicht den Hamlet sehen, doch möchte ich in der Pause zu einer Dame gehen, die viel Gescheites redet, von Saatkraut und Klee, um 50 Rappen werfen ihr in das Dekolleté. Hätt sie was ich geschrien, dann sagte ich als Grund, pardon, wo muss ich ziehen, das Schockiuse kommt. Zwei Knaben fingen eine Maus, die sah zwar wie ein Vogel aus, die Maus, das weiß ein jeder, die Maus war eine Feder. Ein Knabe, ich verschweige es nicht, der wartete aufs grüne Licht, dann starb er und verdorrte, das war an der Seelporte. Der zweite Knabe, lobesam, der wartete aufs Nünitram. Der Ärmste hieß Fritz Bungert, man sagt, er sei verhungert. Ich möchte und ich wette im Grill von Burolak bestellen mir Spaghetti bei einem Herrn im Frack. Und kämen die Spaghetti, dann nehme ich den Topf und schüttete die Schwetti mir über meinen Kopf. Und würde man mir sagen, dass das da nicht geht, dann spreche ich, excuse, ich habe gemeint, es sei Spinat. Ein Mädchen an dem Badestrand, welches Bikini läppisch fand, trug keck und unverfroren, nur Watte in den Ohren. Einen Maurer in Flims, dem fiel ein Stück steinerner Sims eines Hauses in Flums auf den Kopf. Er sprach Bums, Gott sei Dank ist der Sims nur aus Bims.
Da vermisste ein Herr aus La Spezia eines Tags seine Gattin Lucrezia. Plötzlich sah er sie wandern am Arm eines anderen und schrie ganz erfreut: Seht, da geht's ja. Da spielt eine Dame aus Kreta im Freilichttheater die Leda. Der Schwan, der sie sieht, singt ein Lied und entflieht. Da steht ja die Leda nun bläht da. Zwei Knaben trafen eine sie und fragten sich, was macht denn die? Sie ging mit ihrem Dackel sechsbeinig auf den Wackel. Da gab es in Schilda die Irmhild, die Wilda vom Doktor ein Schirmbild. Der Arzt und fünf Schwestern, die schafften bis gestern, weil die Irmhild doch stets aus dem Schirm quillt. Zwei Knaben, äußerlich normal, verirrten sich in diesen Saal. Als sie mich hörten singen, standen sie auf und gingen. Ein Sparerick. Da zeigte uns kürzlich in Art die uralte Jumpfere Bart. In einer Schachtel voll Heu, acht Männer ganz neu, die hatte sie alle gespart. Zweiter Sparerick. Da machte schon Anno X Rex Darius zweizeilige Limericks zwecks Sparius. Eines totalen Verzichtes auf den helvetischen Ernst haben wir uns ernstlich zu einer Liquidation unseres angeborenen Schweizer ernstlich entschlossen. Die ernstliche Bedrohung unseres Fortbestehens in Menschen und nicht nur schweizerwürdigen Verhältnissen hat uns dem Ernstli in vollem Ernstli das Ernsteste zufügen lassen. Wir haben ihn verlocht, verlacht, verlächerlicht, der Ruhe in Ewigkeit. Du machtest jeden Mensch zum zu Bulldog, Robbe, Kuh und Gnu. Nun da dein Schirmli endlich zu, lass uns hinfort in Ruh. Du machst jeden Mensch zum Vieh.
Ernst nahmen wir unseren Ernstli und schaugten zu ihm und taten ihm niemals nichts leid und verletzten ihn nie durch unziemliche Spiele der Minen in Richtung Gelächter. Und wir kannten voll Laufen bis Lachen, kein Lachen und kein Lächeln. Und wenn einer lachte, dann lachten wir ihn aus und zeigten mit Fingern auf ihn und riefen: Ausländer! Und ähnliche Schimpfnamen und jagten ihn fort. Denn der Ernst war unser heiliger Ernst, unser ernsthaftester Ernst, unser tierischer Ernst. Unser Ernst, der Große, der Heilige, der Tierische, der Helvetische, unser Firmenschild, unser Wappen und Erkennungszeichen. Und wo man das Bild sah, ein Hosenträger im roten Feld und darin eine Birne wie vom Schicksal persönlich beleidigt, da wusste man schon, siehe, ein Schweizer. Ernst nahm Besitz von uns und Beschlag, und wir waren besessen und geschlagen. Er war unser Diktator, Tyrann und Gessler. Und nun haben wir ihn umgebracht, respektive umgelacht. Und es war ja so einfach. Und man gehe hin und tue desgleichen und nehme einen Spiegel und sehe sich an und grinse dreimal vor dem Morgen über sich selbst und schütte sich vor Gebrauch des Alltags und zeige sich und den anderen die lachenden Zähne mindestens 40 Mal am Tage. Und vor dem Einschlafen stoße man aus ein lang anhaltendes Ha! Und man wiederhole das praktisch ohne Unterlass. War auch die